Blauen Panther wird in diesem Jahr Dunja Hayali ausgezeichnet. Mein persönliches Highlight, die wertschätzenden Worte von Markus Söder, sowohl was das Handwerk als auch die Haltung betrifft. Die ganzen Komplimente zu den Worten, die ich gefunden habe. Ach, ich bin einfach, keine Ahnung, das ist so befremdlich. Ich bin lieber auf Ihrer Seite und stelle Fragen. Und wenn man dann so plötzlich im Mittelpunkt steht und für das, was man gerne macht, wofür man brennt, ausgezeichnet wird, ist das, glaube ich, im ersten Augenblick immer so, naja, es ist halt mein Job. Und dann ist es schon schön. Dass wir den Blauen Panther gewonnen haben. Es ist einfach eine riesen Ehre, weil er eben auch vom Publikum kam und ja, das einfach zeigt, dass die Leute es genossen haben. Natürlich freut man sich riesig A, über einen Publikumspreis von den Menschen, die dann wirklich aktiv an die Geräte zu Hause gehen müssen, um für uns abzustimmen. Und das sind die Menschen, die die Sendung gucken. Wirklich, da ist man sehr, sehr glücklich drüber und verspürt große Dankbarkeit. Und dann am Ende noch mit der Doku ausgezeichnet zu werden, was so ein großes Herzensprojekt war und so viel Zeit in meinem eigenen Leben gekostet hat und so viele andere Dinge hinten angestanden haben. Und dann eine Wertschätzung dafür zu bekommen und die Möglichkeit zu haben, der versammelten Medienlandschaft zu sagen, das könnt ihr auch alle, ihr müsst es nur machen. Das ist schon ganz gut. Die Stimmung hier ist wirklich grandios und ich bin überglücklich, gerade hier auf der Veranstaltung zu sein.